Wovon verlangst gerade von mir, dass ich die Hälfte von den Videos von meinem Kanal einfach runternehme. Und die Videos mit dir sind teilweise auch die Videos, die überhaupt am besten waren von meinem Kanal, also die am besten angekommen Ja, sind. frag dich mal warum, ne? Im Video, ja, wie soll ich das sagen? Die Anmoderation ist eh. Ach, scheiß auf die Anmoderation. Alec ist mit Lukas, dabei, mal wieder. Guten Tag, wie geht's dir, Alec? hey, mir geht's eigentlich ganz gut, außer so ein Thema, das quält mich so ein bisschen. Da haben wir gerade schon drüber geredet. Und Also, zwar, wer diese Person nicht kennt, es gibt eine OP-Sucht-Supporterin namens Emmy. So. ja. Und die gute Emmy hat schon mal Videos mit dem guten Alec gemacht. Ja. Und, aber Alec will nicht, dass diese Videos online sind. Und aus dem Grund werden wir Emmy striken lassen, wenn sie dieses Video nicht offline nimmt. Beziehungsweise diese Videos. Denke zumindest sie, das Ganze ist natürlich ein Prank. Link zu ihrem Kanal ist in der Videobeschreibung ganz oben. Könnt ihr gerne mal abchecken. Sie macht auch cool Minecraft-Content und ist irgendwie kurz vor den 1K so. Und bei 1K wollte sie eh Face machen. Heißt, wenn ihr Bock auf Minecraft-Content habt, der auch ganz cool ist, könnt ihr auch mal bei Amy vorbeischauen. Für Alec mache ich genug Werbung. Wie gesagt, Link ist ganz oben in der Videobeschreibung. Würde mich freuen und wahrscheinlich Amy auch, wenn sie die 1K voll hat. Aber gut, Ja. jetzt zum Video. Alec, ich würde sagen, jetzt zum Video. War das Deutsch? Okay. Ja, also weil es geht ja schließlich auch um meine Markenrechte und es wäre ja ziemlich unklug, wenn ich auf anderen Kanälen zu sehen werde, weil dann verdiene ich ja gar kein Geld damit, ne? Das Einfach können wir nur ja so aufs nicht Geld machen. aus, Digga. Einfach Das war nur mir aufs auch kein Geld Geld, um aus. zu sehen. Das Spaß. strecke ich auch noch weg. Gut. Oha. Gut, ich würde sagen, Alec, du hast ihre Nummer. Du rufst sie mal auf Ruf sie einfach Lautsprecher mal an, an. ne? Und dann, also ich werde diese Person sein, die so ein bisschen auf Alecs Seite steht. So, ja, markenrechtlich und generell rechtlich ist das jetzt nicht so nice und sowas. Solltest du schon runternehmen, ansonsten passieren die und die Konsequenzen. Natürlich wird das Ganze nicht passieren. Macht euch da keine Gedanken. Das Ganze ist nur ein Prank an Emmy. Ich würde So. sagen, wir holen sie mal auf den Durchrastentest. Ich rufe sie mal an, ne? Wäre ganz optimal, ja. So. Emmy und anrufen. Sei ein bisschen Alex, traurig was dabei. ist? Hallo Emmy. Du, es gibt da so ein Thema, über das wir mal reden müssten. Es geht um die Videos, die wir zusammen gemacht haben. Könntest du mal kurz auf den Durchrastentest kommen? Das ist relativ wichtig. Ich habe da auch schon mit Lukas und einem Anwalt Rücksprache gehalten und so. Passt es, wenn ich in 3 Minuten da bin? Ja, ist in Ordnung, 3 Minuten. Alles klar. Okay, Bis alles klar, gleich. bis gleich. Okay, mit dem das hat Anwalt habe er ich schon echt ein mal. Also, bisschen, dass du direkt Anwalt raushaust. Junge, Alter, jetzt ist los. Also, sie wird mich für ein richtiges Arschloch halten. Ich würde sagen, Lukas, wir machen jetzt hier einen Cut und einfach in den 3 Minuten, wenn sie dann wieder da ist, sehen wir uns gleich wieder. Würde ich auch tatsächlich sagen. Ich bin ziemlich gespannt und, ja, Ja. wir warten einfach ab. Wir sehen uns sofort wieder. Ah, ich glaube, Emmy ist in der eigenen Halle. Warte mal, ich werde sie mal Echt? kurz. Ja, ich move sie mal. Okay. Ja. Hallo? Hi. Hey, Jo, Emmy. Mann. Schön, dass Ja. du die Zeit gefunden hast. Ich hoffe, wir haben dich bei nichts gestört. Nee, ich habe nur gerade Hausaufgaben gemacht, bisschen. Ja, Passt gut, schon. das ist ja eh nichts Wichtiges. Ja, also es geht halt, also ich hoffe, du nimmst mir das nicht übel oder so. Es geht halt, jetzt, ich habe mit Lukas ein bisschen gequatscht und es geht halt ein bisschen um Markenrecht und vor allem auch Einnahmen, die, also. Klar, du weißt ja, mit YouTube-Videos macht man halt Einnahmen und wenn ich in Videos auftrete, dann gibt das halt gewisse Geldbeträge auch ab meistens, ne? Und Und wir haben was ja willst du mir jetzt zusammen, damit sagen? guck mal, wir haben ja zusammen Videos aufgenommen, ne? Und Ja, das wäre eine halt Menge. markenrechtlich ziemlich dumm für mich, wenn ich in diesen Videos zu hören bin, aber kein Geld damit verdiene. Und guck mal, die Leute könnten halt genauso gut einfach deinen Kanal gucken, anstatt meinen, weil sie mich dort halt auch sehen, verstehst du? Und deswegen haben wir uns halt überlegt, also die Videos müssen halt offline. Um das knapp zu sagen. Also, das Ganze haben wir jetzt schon länger besprochen und es gibt halt tatsächlich zwei bis drei Optionen, die man da durchgehen könnte, so. Gerade weil Alec damit ja keine Einnahmen einzieht, dass man entweder, wie gesagt, dieses Video, ich weiß nicht, wie viele Videos das sind, Alec, wie viele sind das ungefähr? Also wir Es haben ist jetzt schon schon eine viele Menge, ne? aufgenommen. Zehn Ja, Stück so richtig. ungefähr, Ein denke Stück, ich mal. Mein halber Kanal besteht aus Videos mit Ja, Alex, deswegen richtig. wundert mich das gerade. Gut, Also. die müssen da wahrscheinlich runter. Andernfalls müssten wir halt
ein paar Kontakte spielen lassen und diese Videos halt wegstriken. So ab 3 Strikes ist der Kanal komplett weg. Und wir haben das jetzt so plötzlich. Früher war es doch auch nie ein Problem für dich. Ja, guck mal, wir haben das so ein bisschen besprochen. Wir hatten auch so ein paar Influencer, wie kann man das nennen? Kurse, Management, Besprechungen. Und die haben uns halt gesagt, dass Markenrecht eine extrem wichtige Sache ist. Letztendlich gibt es halt zwei Möglichkeiten. Entweder du nimmst die Videos offline, wir striken sie. Oder die dritte Möglichkeit wäre halt einfach noch, dass du pro Video einen gewissen Geldbetrag bezahlst an mich. Was? Warte, aber ihr meint, das habt ihr schon ein bisschen länger besprochen. Seit wann denn? Ja. Na, wir sind da jetzt mittlerweile schon seit 2 Wochen im Gespräch mit einer Anwaltskanzlei und mit einem YouTube-Netzwerk. Das hättest du mir auch früher sagen können. Ich glaube, vor ungefähr 2 Wochen oder so haben wir auch noch ein Video zusammen aufgenommen. Warum hast du es denn überhaupt mit mir aufgenommen, wenn du sowieso den Plan hattest, es runternehmen zu lassen? Ja, guck mal, das ist ja nicht die einzige Option. Es gibt ja auch noch die Option, dass du einen gewissen Geldbetrag für jedes Video zahlst, das online ist auf dem Kanal. Verstehst du? Also das so ist halt die Frage, ich weiß halt nicht, ob du generelle Einnahmen mit YouTube derzeit beziehst. Nein, ich derzeit habe ich glaube, das irgendwie keine Einnahmen. Ich habe auch noch nicht mal meine 1K. Ich bin gerade bei 908, wenn ich richtig liege. Du hast ja bestimmt Taschengeld aber noch, ne? Aber das hat doch nichts mit YouTube zu tun, ob ich Taschengeld bekomme oder nicht. Mit den Videos, bei denen du bei mir dabei warst, nehme ich sowieso erstmal nichts ein. Das mache ich in erster Linie aus Spaß. Erstens, weil ich dadurch nichts einnehme. Zweitens, weil es mir halt echt Spaß macht, mit dir aufzunehmen. Und ich dachte, dass es dir auch Spaß macht. Weißt du, mein Ja, Emmy, mir macht das auch Spaß. Ja, dann verstehe ich das Problem nicht, weil mein zweites Video war auch direkt ein Video mit dir. Du erinnerst dich bestimmt noch an dieses Katzenfleisch-Dings-Essen-Video von dir, Lukas und mir. Also ja. Das Problem ist halt ganz einfach, dass wir was in Planung haben, was Alec dann wahrscheinlich auch ein bisschen pushen wird und er wird dann so relativ schnell die 10.000 voll haben. Es ist halt einfach markenrechtlich. Und das Problem ist einfach dabei, dass man sich von so viel, also das heißt, ja, wie beschreibt man es am besten, man sollte sich von so vielen wie möglichen kleinen Kanälen da eher fernhalten, um authentischer rüberzukommen und irgendwie besser angesehen zu werden. Richtig. Wir haben doch auch immer, also vor allem wir drei jetzt, also Kontergeist und ich, haben auch immer zusammen aufgenommen, eben deswegen, weil wir uns gegenseitig ein bisschen pushen wollten, weil die Zuschauer vielleicht auch den Content von den anderen mögen, weil wir relativ ähnlichen Content bringen. Das war doch auch so eine Art Plan dahinter. Emmy, ich muss dir das, warte, Emmy, ich weiß, es bringt einfach nichts, jetzt dafür drum rumzureden. Lass mich bitte einmal ausreden. Es gibt eine Möglichkeit, die, Lukas, wir hatten uns besprochen mit den Leuten, 50 Euro pro Video ist eine realistische Summe. Oder die Videos müssen eher so 49, 99 war das, glaube ich. Ja gut, also sagen, machen wir rund 50 pro Video. Das ist, denke ich, eine realistische Summe. Ich verdiene mit dem Video nicht mal einen Cent und du bist 50 Euro von mir. Ja, aber guck mal, das ist ungefähr eine realistische Summe, die auch meinem Marktwert entsprechen wird, sobald das alles durch ist. Du musst halt sehen, YouTuber sind ab einer gewissen Größe auch einfach Businesspersonen, verstehst du? Ich weiß, was du meinst, aber schau mal, wenn ich nicht mal einen Cent mit dem Video verdiene, woher soll ich dann die 50 Euro nehmen, die ich dir davon gebe? Ja, wie gesagt, du verdienst auch Taschengeld, du hast ja Eltern, die du fragen kannst. Das hat nichts mit YouTube zu tun, das hat rein gar nichts damit zu tun. Du verlangst gerade von mir, dass ich die Hälfte von den Videos von meinem Kanal einfach runternehme. Und die Videos mit dir sind teilweise auch die Videos, die überhaupt am besten waren von meinem Kanal, also die am besten angekommen sind. Ja, frag dich mal warum, ne? Also man muss halt auf jeden Fall was tun. Ich kann nicht unbedingt runternehmen. Klar, wenn du das willst, muss ich es halt wohl machen, ne? Weil ich kann dir ein Video keine Chance abgeben. Aber es wäre echt schade. Das sind ja die 50 Euro. Notfalls müssen wir sie einfach wegstriken und die Kanzlei muss sich drum kümmern. Keine Ahnung, du bekommst halt Post oder so. Guck mal, du hast halt auch die ganzen Abos und so gemacht dadurch und die ganzen Klicks. Das geht halt so nicht. Das geht halt einfach so nicht. Irgendwo muss man auch mal an sich selbst denken. Wovon soll ich denn leben? Ich muss ja auch irgendwo ein bisschen Geld einnehmen, mir was zu essen kaufen. Wenn du Geld einnimmst, dann durch deine Videos oder durch irgendwelche anderen, aber durch meine würde es dir sowieso nichts bringen. Stell dir vor, ich könnte monetarisieren. Pro Video würde ich sowieso nicht viel einnehmen, weil meine Reichweite nicht mal ansatzweise so groß ist wie die von dir oder die von hier von Lukas. Na, du warst doch bestimmt auch oft in Videos von Lukas dabei und der musste jetzt nichts zahlen, aber ich schon, oder wie? Lukas, bei Alec ist halt das generelle Ding, dass er halt, also wie schreibt man dieses,
dieses Arbeitsverhältnis halt, ne? Moment, so eine Art Arbeitsverhältnis. Guck mal, also das weißt du vielleicht nicht, aber Warte, jetzt ist die Folge gemutet. Alec, also, wie lange wollen wir das noch ziehen, Digga? Wir lösen das jetzt gleich auf. Noch einen Satz, so ein, zwei Sätze. Ja, aber pass auf, dass du nicht zu viel sagst, nicht, dass sie sich gleich unmutet. Wir müssen irgendwie professionell gehen. Wie gesagt, nimmt das. Ach so, stimmt. Das meine nicht Eltern waren immer so jetzt. Gut, also folgendes: Das Problem ist halt, Lukas und ich, das weißt du vielleicht nicht, wir haben einen Vertrag miteinander. Wir kennen uns auch schon seit, keine Ahnung, 5 Jahren oder so, da ist das was anderes. Aber in dem Fall können wir davon halt eigentlich nicht absehen. Und ich muss dir ganz tatsächlich auch sagen, dass wir jetzt noch ein weiteres Video haben, das oben drauf kommt, wo nochmal Geld für anfallen wird, das du auf jeden Fall bezahlen musst, ob das offline genommen wird oder nicht. Okay, also. Und zwar ist das ein Video mit dem Titel "Wir pranken einfach Emmy". Nee, oder? Du denkst doch nicht wirklich, dass ich Geld von dir will für die Videos. 50 Euro für ein Video, Alter. Ach, das geht doch fit, ne? Let's go. Oh mein Gott, du warst so sauer. Ich war gerade so richtig getriggert. Ich wusste gar nicht mehr, was ich sagen soll. Ich war kurz davor, die echt offline zu nehmen gerade. Nein, mach das bloß nicht, mach das bloß nicht. Also, das hat so einen Spaß gemacht, du warst so sauer. Ja, ihr mich auch. Also, was ich sagen kann, ist, du meintest ja irgendwas mit 900 Abos oder so, dass ich, bevor wir dich gemoved haben, bevor Alec dich angerufen hat, haben wir erstmal fett hart Promotion für dich gemacht, ja. Heißt, die Kosten kommen auch nochmal oben drauf, ja. Also. Ja, klar, easy, 50 Euro ist gleich überwiesen. Ja, das perfekt, kommt alles. PayPal schickt Alec dir dann, oder das Management von mir, später. Klar. Genau, gut. Emmy, möchtest du noch was sagen? Das bekommt ihr irgendwann mal auf jeden Fall zurück. Das will ich sehen, dass du die Prankmaster hier irgendwie schlägst. Gut, perfekt. Jetzt kann Alec wieder irgendein Mädchen aus Thunder klatschen. Ist doch wunderbar. Ich würde sagen, wir sehen uns in einem Video morgen wieder. Oder auf Durchrasten. Ich habe mir übrigens meinen Skin ein bisschen angepasst in Minecraft. Sieht wunderschön aus. Halt die. Bis dahin, haut rein, macht's gut. Ciao.